Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind hier irgendwo in einem Grab, in einem Kellergeschoss gelandet und ich habe keine Ahnung, wo genau. Dich nehme ich aber hier gleich mal mit. Da ist eine Tür, da hinten ist eine Bombentür. Weg mit dir. Oh, das ist ärgerlich. Dieser Treffer war unnötig. Bleib mal stehen, bitte. Danke. Okay. Ich nehme die mal alle mit. Weil man weiß ja nie. So, jetzt bomben wir zuerst mal das da weg. Wieso auch nicht? Was haben wir denn hier? Oh, Herzen. Das ist sehr praktisch. Ey, geil. Fast volles Leben wieder. Schön. Da oben kommen wir wieder raus, okay. Okay, das hat mir jetzt nicht so viel... Alter. Alter, wie geil. Wir erhalten einige Bomben. Yeah. Alter, krasser Bonusraum. Der gefällt mir hier. Im Endeffekt hat er mir zwei Bomben mehr gebracht. Oder drei, ich weiß es gar nicht. Und wo kommen wir denn hier raus dann? Ach, da hier, okay. Ah, ja, das war ja ganz einfach. Okay, hier gehe ich erstmal nicht hin. Ich gucke erstmal unten. Geht das nicht? Hä? Ich komme da nicht mehr. Oh nein. Ich habe die Tür unten nicht angeguckt. Oh, super. Ich nehme euch alle mit. Ja, Zufall ist wieder. Weil Zufall ist ein schöner Wert. Rechts ist bestimmt. Ja, rechts war es sogar wirklich. Sehr geil. Hä? Was? Wo bin ich denn jetzt? Wieso bin ich denn bei euch? Besiegst du Arganin, dann werden auch die Soldaten seinen Bannen drin. Nun mach dich auf, die drei Amulette. Was? Was? Ich bin hier? Okay. Das erklärt, warum die Gegner so lächerlich sind. Weil wir hier schon waren. Wow. Ernsthaft, es gibt hier ernsthaft ein Grab, das uns da reinführt? Ja, von mir aus. Ist in Ordnung. Da habe ich mir, glaube ich, Weg gespart oder so. 2 Meter. Was ist denn hier? Ach, hier ist gar nichts. Das ist ja super. So. Du bist ein Arsch. Arschkröte, du hast doch extra auf mich gewartet. Du Penner. So, die hau ich gleich eine rein, das sag ich dir aber. Weil dein Kumpel war ein Arsch. Und deswegen mag ich den nicht, okay? Oh, der hat mich gar nicht gesehen. Okay, und ich so, bam, hab sie beide weggebasht. Und die so, nein, hast du nicht. Ah, jetzt kommen wir auch dahin, sehr schön. Ja, das Geld nehme ich gerne mit. Und dann können wir nicht in diese Höhle rein, von da aus. Oh Gott. Ach so, da darf man nicht reinfallen. Ja, das ist ja gut zu wissen. Dankeschön. Da darf man auch nicht reinfallen. Ich nehme die mal alle mit, weil jeder, wo weg ist, macht mir keine Probleme mehr. Okay. Ach so, da geht's noch hoch. Wer bist du denn? Ich weiß zwar nicht, wer du sein magst, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist,
bitte ich dich, dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich leider meine Lampe verloren und stehe jetzt hier so lange rum, bis irgendein Idiot mit... Was? Was? Wieso hast du denn Lampe? Alter! Ja, okay. Was gibt's denn hier oben noch? Hier gibt's gar nichts. Ja, ist ja super. Okay, dann gehen wir halt zu deinem doofen Berg, du komischer alter Typ, du. Er hat seine Lampe verloren. Das heißt, der sieht gar nichts. Vorsicht! Das sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber nach rechts. Guter Rat habe ich für dich. Viele sind schon bei der Suche nach der goldenen Macht spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Ist das euer Ernst? Dieses Viech hat sich genau neben mich gesetzt und ich konnte es nicht töten. Ja, ich laufe mal lieber rechts entlang. Aber danke für deine Info nach der goldenen Macht und so ein Scheiß. Ha, in diesem Krug wirst dein Herz zu finden sein. Warum weiß er das? Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Sicher steckt der Magier das hinter. Das gehört zu seinem finsteren Plan. Ich vermute, Aganin versucht durch die Entführung der Mädchen, alle Nachfahren, die sie weisen, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Cool, er hat echt recht, ey. Dich lasse ich gar nicht erst leben. Boah, ey, der Typ ist ja immer krass, der weiß das ja. Ha! Alter, ich will doch nur diese Viecher umbringen. Okay, ich will gar nicht wissen, wie ich die tot kriegen soll. Also langsam wird es ein bisschen... Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheinen wird, der sie alle wieder befreit. Sorry, dass ich so viel rede, aber danke, dass du mir zuhörst. Noch etwas. Falls du dein magisches Teleporter gerätst, dann blicke in diesen Spiegel. Wir erhalten den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön, aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Okay, also der ist jetzt da rein. Der wartet wahrscheinlich auf uns oder sowas. Alter, wie schwer das einfach mal ist. Dann ist hier wahrscheinlich gar nichts. Ja, natürlich ist hier nichts. Ja, ey. Du Lacker, du. Ja, okay, hier sterbe ich. Nein! Fee? Ja, Fee. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Du kotzt mich an, du Scheißviech! Also das war wahrscheinlich einer der Weisen. Weil die haben ja genau diese besonderen Kräfte, solche Dinge zu ahnen. Hallo! Junge! Ich hab den doch dreimal schon getroffen! Ja, hier waren wir überall schon. Dann gehen wir mal hier weiter. Okay, und finden das da. Wie ich den einfach getroffen habe, weil ich B gedrückt habe. Was ist das hier? Ach so. Ah, super. Der Magier hat den König getäuscht und versucht nun, das Tor zur Schattenwelt zu öffnen. Um deine Reise fortsetzen zu können, wirst du die Mondperle brauchen. Sie befindet sich am Turm am Gipfel. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist deine Wunden heilen. Du kannst mich jederzeit wieder besuchen. Ich bin einer der Weisen, Hust, Hust. Okay, dann waren wir hier doch richtig. Ja, wo müssen wir dann hin? Leck mich! Alter. Also diese Viecher jagen einen doch. Okay. Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Cool. Und weil ich eh schon tot bin... Ich auch gleich mal gucken,
wie man da vielleicht einen Rückweg aktivieren kann. Wie ich halt einfach beide erwischt habe. Haha. Natürlich war ich nicht nah genug an dem Krug, um ihn hochzuheben. Wo sind wir denn hier? Okay, da will ich definitiv nicht hin. Ich will nur wissen, wo ich hier wieder zurückkomme. Ach so. Ja, das ist ja ein lustiges Dorf, Kakariko. Aber okay. Wenn ihr denn unbedingt meint, dass das ein Rückweg zum Dorf Kakariko war, okay. Was haben wir denn hier? Oh, hier sehen wir mittlerweile sogar Wolken, weil wir so hoch sind. Und Edelsteine sind hier. Perlen oder so ein Scheiß. Was ist das denn? Ich weiß absolut nicht, ob ich da rein will. Ich glaube, das ist eins dieser Portale, die so gefährlich sind. Bringt uns diese Höhle nach oben? Ich weiß nicht, wo uns die hinbringt. Weil ich glaube, die könnte uns ganz schön verarschen. Also dieses Loch. Wir sollen den Spiegel benutzen, wenn etwas versucht, uns irgendwo hinzu. Was ist das denn? Was ist das denn? Und der Spiegel bringt uns wieder zurück. Okay, das ist gut zu wissen. Ich will speichern, möchte ich gerne. Ja, da ich hier oben bin. Und das ist ja mal mega geil. Wenn ich jetzt da reingehe, ich bin mir nicht sicher. Will ich da runterfallen? Ich weiß es nicht. Ja, im schlimmsten Fall nervt es mich halt. Wo komme ich hier an? Wo bin ich denn jetzt? Okay, aber da will ich hin. Oh, eine Fee. Warte, habe ich noch alle Feen? Nein, ich habe nicht mehr alle Feen. Wir haben eine Fee gefangen. Die kommt in eine Flasche, bitte. Und die andere heilt mich auf, bitte. Danke. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Damit haben wir die eine Fee, die ich dummerweise durch diesen Steinschlag verloren habe, wieder drin. Okay. Können wir den eigentlich besiegen? Ja, können wir. Sogar ziemlich einfach. Sehr schön. Good to know. Freundchen? Nein, 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 Freundchen. Okay, wir müssen irgendwo eine andere Höhle finden. Oh. Nein, wir sind wieder hier unten. Scheiße. Nein! Wir sind halt echt wieder da unten. Ja, ey, du Lacker, du. So ein Glückstreffer hast auch noch niemand geschafft, ey. Was ist das denn? Okay, cool. Wir können hier nicht attackieren, wir können hier gar nichts. Frage ist nur, was bringt uns diese tolle Welt jetzt? Ich meine, keine Items, kein gar nichts. Führt uns das woanders hin? Nee, oder? Bringt uns diese Welt? Vor allem, wir sind voll der Hase und können halt gar nichts mehr.
Na, wenigstens hören wir uns noch an, wie Link. Ich werde deine Wunden heilen. Okay, danke. Wenigstens du bist doch die reale Welt, aber was zur Hölle? Ich check das irgendwie gerade gar nicht. Ich meine, klar, das ist schön hier, aber wir bewegen uns auch nirgendwo anders als sonst. Kann ich das hochnehmen? Nee. Was bringt uns diese Schattenwelt? Wir können in dieser Schattenwelt gar nichts. Nee, hier ist auch nichts. Hä? Ich check das gerade irgendwie nur bedingt, wofür diese Welt jetzt da ist. Hier sind die. Kann ich mit euch reden? Ach so, muss ich das fangen? Juhu, Bounce, Bounce, hey, du wurdest in einen Hasen verwandelt. Das Land dieser Welt sieht aus wie das in unserer Welt. Es unterscheidet sich nur wenig. Jeder, der hierher kommt, erhält eine Gestalt, die seiner Natur entspricht. Ich ändere ständig meine Meinung, daher wurde ich zu einem Ball. Doch besitzt du die sagenumwobene Mondperle, bleibt deine Gestalt unberührt. Cool, danke für die Info. Ja, ja, das ist interessant. Hey, gibt's da ein Problem? Willst du was von mir, du dämliches Kanickel? Ich kam hierher, um nach der goldenen Macht zu suchen. Doch so kann ich nicht zurück. Hätte ich doch nur die Mondperle von Herdas Tor. Dann könnte ich wieder meine wahre Gestalt annehmen. Ich habe gute Gründe, angefressen zu sein. Also schleich dich. Okay. Ja, danke für die Info. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Da kommen wir nach ganz unten, ne? Achso. Okay, danke für die... Ich glaube, wir brauchen unseren Spiegel wieder. Achso, das dürfen wir hier nicht. Dann brauchen wir ihn vielleicht hier wieder. Achso. Wir müssen das mit dem Spiegel lösen? Okay. Weil wir kommen hier nicht weiter. Nee. Oder muss ich hier vielleicht eine Bombe legen? Nee. Dann nehme ich dich mal mit. Ja, hier komme ich doch nicht weiter. Das geht wahrscheinlich erst, wenn ich meine Gestalt nicht mehr änderte. Okay. Ich sehe schon, wir müssen hier irgendeine Höhle finden, die es vorher nicht gab. Ach so, hier geht's weiter. Okay. Oh, hier komme ich auch nicht drüber. Und so existiert diese Brücke nicht. Okay. Ich habe halt einfach mal gar keine Ahnung, wo ich weiter muss. Also wirklich gar keine. Könnte ich denn da hinkommen? Wo geht's denn da hoch? Da ist die Brücke kaputt. Wir müssen wahrscheinlich da irgendwie auf die rechte Seite, aber das geht ja gar nicht.
Okay, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, das war falsch. Hier funktioniert der Spiegel ja, verdammt. Hoppala. Ach, das bist du. Ja. Vielen Dank. Sehr schön, nette Fee. Tschüss. Das heißt, ich muss hier öfters ausprobieren. Also hier wohnt zum Beispiel der Weise. Aber das bringt uns doch alles nichts. Wir kommen doch da nicht drüber, egal ob mit diesem Schattenteil oder nicht. Oder ohne. Mir irgendein Item, das wir hier einsetzen könnten? Nö. Nein, ich möchte gerne ein anderes Item einsetzen, dankeschön. Weil ich glaube schon, dass wir da hin müssen, aber wie sollen wir da hinkommen? Lasst mich doch einfach alle in Frieden, ey. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Ah, ich wollte doch... Kann ich das hier oben einsetzen? Ach nee, warte. Ich müsste ja da auf die Brücke drauf. Das war nicht beabsichtigt. Wir gehen nochmal da hoch und machen es oben nochmal. Hey, das muss doch irgendwie gehen. Also mir ist schon klar, dass ich wohl scheinbar an der richtigen Stelle wieder normal werden muss. Die Frage ist für mich nur, wo ist diese richtige Stelle? Ja, hier schon mal nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen erstmal diese Mondperle. Die kriegen wir nur aus dem Turm. Ah, und hier können wir es wieder starten. Ich check das gerade halt einfach gar nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Da kam ich irgendwo hin, wo ich nicht hin wollte, ne? Und wenn ich hier zum Hasen werde, dann ist die Höhle nicht mehr da. Was war das denn? Wieso habe ich denn jetzt ein Herzteil gefunden? Warum bin ich jetzt hier oben? Okay. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass das reines Glück war, aber das war reines Glück. Okay, was sagst du mir denn? Bla 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 bla, kannst du nicht lesen. Okay. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon erhalten. Okay, ich kann das Masterschwert noch nicht hochhalten, weil ich das Masterschwert nicht habe. Aber danke für die Info. Okay. Gucken wir mal, was wir hier alles finden. Okay, hier finden wir ziemlich krasse Viecher. Da gehen wir wieder zurück. Dann würde ich sagen, falls euch die Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Bergturm.
Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Bis dahin, Servus.